Leute, wir sind zurück. Hallo. Willkommen zurück zu Kinowatz 3. Moment. Schau mal, was ist hier denn auf der krasse Sound? Okay, jetzt aber. Ich hab mir noch was angeguckt. Okay, ich würde sagen, wir fangen die heutige Session an und schauen erstmal bei Dingens vorbei. Bei Ulle. Machen wir ein Foto mit dem Profi oder so. Für die Mondmission. Und dann, wenn wir heute ganz hinten Dinger tun, in der Frozen-Welt, ich glaube, ihr mögt Eis schlecht, aber wir werden da sein, wir werden es uns angucken und es wird bestimmt bezaubernd sein. Das wird nicht anders sein. Also, ihr könnt mal das Füder haben und dann kriegen wir das. Letztes Mal ist ja mein PC einfach abgespielt, deswegen war die Aufnahme, die ich jetzt gemacht habe, nicht so schön. Aber glücklicherweise mit Video und dann kannst du von Twitch dieses Video, was wir automatisch erstellen, kopieren lassen. Also, viel kürzer das Video, was angenehm ist. Okay, aber schauen wir erstmal hier rein. So Bock auf Kingdom Hearts, Leute, ne? Es ist, ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie viel Schmack ich da auf Kingdom Hearts habe. So, können wir jetzt erstmal die Jungs hier, soll ja alles kein Problem sein. Ich meine, wir bekommen ja auch noch ein bisschen was an EP. Dadurch, deswegen ist wahrscheinlich nicht verkehrt, die mitzunehmen. Wir machen mal den hier und machen einfach direkt das Limit Ding Finale Shit. Sollte es schon reichen mit rein. Hauptsache die sind einfach schnell weg. Ist da noch mehr? Ja, okay. Da wenn man da war, der wurde von den Jungs vernichtet. Cool. Und ich weiß wirklich leider nicht mehr, wie wir am klügsten Dinge zu machen. Zu den ja, anscheinend nicht. Zu dem Schmiede oben. Ja, die Figur, dann müssen wir irgendwo. Ich habe jetzt noch die Jungs hier. Sieht aus, man hat fast zwei Schaden oder so, also sehr gefährlich. Wir müssen nicht mal auf unser magisches Schwert wechseln, weil wir eh alles von hinten rumstehen. Also alles in den könnten wir noch und mal schöne Form. Alles sehr simpel und entspannt hier eigentlich. Gut ist ja auch die erste Welt, ne? Seine Mario. My shield's ready! Muss auf dein Auge, Bibi Boy. So, ach, ich glaube, ich bin hier einfach absolut falsch. Unangenehm. Kurast, ich will aber einfach die Session machen. Ist nicht so spannend, aber muss gemacht werden. Ja, wir machen hier immer noch 100%. So. Ich nehme mal hier ab. Man muss irgendwie runterfallen oder das Ding runtersliden. Ah, ich glaube hier war's. Yeah. Ein alter Ofen. Sollte hier irgendwo sein. Das wird doch safe gemeint von den Jungs, ne? Von den Mogel-Jungen. So, das Ding habe ich schon, ne? Genau, wunderbar. Ja, okay, cool. Dann können wir hier als nächstes erstmal abfahren. Und dann geht es jetzt mal weiter nach Traverse Town, weil da müssen wir auch noch ein bisschen fahren. Beziehungsweise, ich habe noch zwei Postkarten, die haue ich da rein. Aber es gibt ja auch noch hier den Tab, den wir auch gekauft haben. Das heißt, das ist der Fall. Ich glaube, der nächste Speicherpunkt ist tatsächlich wieder oben. Das können wir mal eben sagen. Das ist schon eine Kollege. Ja, Bro, schon seit 2002. Jetzt gibt es bestimmt auch noch ein paar Truhen, die hier sind und so, aber das machen wir alles im Late Game, Leute. Das machen wir alles im Late Game. Erstmal
Fall holen wir einfach das, was wir haben. Dann machen wir alles an. Ich finde es aber ein bisschen schade, dass wir da Weltkarte für einen machen. Weil es ist halt Welt, ne? Wow. Nicht geile Weltkarte. Ja, können wir Twitter, man kennt da Twitter-Herz, also in meinem Blablabla. Das haben wir im letzten Part gesehen, oder gestern. Ja. Monster-Sumer ist verdammt gut aus, Leute. Verdammt gut. Schlechtes Timing für so eine Erkenntnis. Ich hoffe, wir kriegen direkt am Anfang was Früchte von der Postkarte, das können wir nicht. Weil das wird sonst nur wirklich nerven. Aber wenn wir es jetzt bekommen, wäre cool. Okay, Donnersplitter, cool. Lame eigentlich nicht mehr. Oh ja. Magiesplitter, okay. Orikalkum Plus, genau das wollte ich. Geil, Leute, da müssen wir uns später nicht mehr drum kümmern um die Postkarte. Orikalkum Plus ist da. Das ist das, was wir dringend brauchen. Hallo? Dann ist wieder... So muss ich mal anmachen. Was kann ich jetzt schmieden? Was scheiße. Ich kann jetzt aber diesen Mann weg. Ich kann auf jeden Fall neue Dinge kaufen. Oh, komm, wir können auch ein paar holen. So. Dann einfach mal. Dann noch das ganze Essen, was wir reinkommen. Wollen wir kochen? After the session? Mein Fan, aber ich hab das dann auch mal sonst besser. Außerdem kann das Essen wirklich günstig sein. Ich glaube, wir kochen mal gleich. Elixier können wir jetzt machen, so weiter. Das ist cool. Folgerreif. Aber wir sollen total zu viel von Probe reden. Die bekommen wir einfach. MP-Fach. Weltmeisterring. Natürlich. Dann gehen wir mal rein. MP hast du hier nicht gehabt. Magie-Charmeur ist eher nicht so gut. Gibt es andere Fotomissionen? Ach, das hier. Ja, müssen wir immer noch finden, ne? Der große Wiesen wachsen von Werbung. Kein Plan, Alter. Oh, und hier noch was. Achso, und die PSA. Okay, das ist doch Plan erstmal. Das machen wir mal nach der Pause. Aber ich dachte, dann mach ich mal. Da. Das war eine gute Preisposition. Das ist in der Mail. Cool. Okay, lass einfach mal was so. Oh nein, oh Scheiße, wir haben es vergessen. Oh, okay, Leute. Ah, greetings, gentlemen. What brings you all the way out here? Besides the finest tea this side of Big Ben, of course. Huh? But Merlin, I thought that you asked us to stop by. Gracious, did I? Mm-hmm. Didn't you leave a message for us with Chip and Dale? About the book? Ah, yes, the book. That's right. Behold. Hey, this is... Something's not in it. Did something happen? Well... That's what you need to find out, lad. Okay, I'll see you in a bit. Take care. Yes, and good luck. Gut, dass es hier nicht so lang ist. Ja, wir werden. No bother. Sink, sink, sink.
sink, sink, sink. Pooh Bear! Mm-hmm. You okay? Oh, hello there, Sora. You're home. Uh-huh. Good to see you, Pooh. And you too, Piglet. Hello. You're not in trouble? But I thought something odd must be going on. Let me see. I don't remember anything oddish, but perhaps I've forgotten. Sink, sink, sink. Oh, sink, we've sink, got trouble, sink. All right. Oh, bother. Would that be the rabbit sort of trouble? Sorry. Please continue. Sora! Huh? Wow! Who's this? It's okay. He's my friend. Hi, I'm Sora. And I'm Lumpy. It's nice to meet you. Stufferin, Sassafras, stomp around a little louder, why don't you? Oh, Gopher, I'm sorry. I kind of like it when the ground gets bouncy. Well, I suppose if something has to bounce. Speaking of... Whoa! Back for some more bouncing, Sora? Tigger! Come on, let's go! You too, Roo! Yippee! Me too! I want to bounce! Oh, yes! It is time for bouncing! Oh, I remember now. Rabbit's trouble is harvest-related. Well, thank you for remembering my plight, Pooh. Better late than never. Excuse me! Would anyone else care to remember why we're here? As I recall, we came to help you with your garden, Rabbit. After which, perhaps, you'll invite us in for a smackerel or two of honey? Correct. No! I mean, we'll see about that, Pooh. Now, the garden, if you please. You can help too, Sora. What? Me too? Boah, das ist wirklich viel, um es nüchtern zu ertragen, Leute, ich sag's euch. Ich glaube, ich lasse es mal lieber erstmal so. Ja, Aufnahme, warte mal so. Okay. Ja, Ray braucht deine Hilfe, Bro. Es ist glücklicherweise nicht so lange die Welt in diesem Spiel. Und da wir auf Twitch sind, ist Alkohol. Das ist absolut böse. Und deswegen werden wir uns das nicht gönnen. Aber wir können uns die Lucky Emblems mal hier holen. Oh Mann, das ist wirklich traurig. Aber vielleicht gibt es hier noch eine Truhe oder zwei oder so. Es gibt hier, glaube ich, auch recht gut versteckte Lucky Emblems sogar. Das heißt, hier müssen wir ein bisschen schauen. Ich bin nicht bereit für dieses Leben. Hier können wir den Jungs nochmal helfen. Was ist das hier? Okay, I don't know. Hier ist ein Blümchen. Kann ich hier noch weitergehen irgendwie? Nein, ich will das wohl nicht verlassen. Wir ziehen die Scheiße hier durch. Das ist immer noch ein 100% Run. Aber ich erinnere mich leider nicht mehr, wo die anderen Lucky Emblems waren in diesem Leben. Wir haben wirklich nur diesen Screen für die Welt. Das ist schon mal angenehm, finde ich. Aber es gibt mehrere Lucky Emblems. Ich würde wirklich ungern zurück in diese Hölle kommen. Wie viele gibt es denn hier? Warte, wir können das mal überprüfen. Noch zwei Lucky Emblems irgendwo, Leute. Noch zwei, dann habe ich hier alles. Ja gut, außer die Story-Sachen, ne? Also die Bäumchen da hatten wir.
Hier ist nichts Ungewöhnliches. Hier an der Tür oder so? Nee. Ich glaube, diese Pütte haben damit auch irgendwas zu tun. Die gibt es, glaube ich, da drüben auch nochmal. Oh, Mickey Maus, wo bist du nur? Ich brauche dich. Wo sind denn noch Lucky Emblems? Das Ding hatten wir ja, ne? Das haben wir ja, genau. Ja, ich könnte theoretisch online nachgucken, aber... I don't know. Würde mir ein, das können wir auch so finden. Hier zwischen den Typen, das sieht ein bisschen so aus, aber ne, ist nicht. Ich laufe aber mal ein bisschen so rum, ne? Es kann ja sein, dass das schon reicht. Was ist das? Eine Melone oder so. Oder ne, ich glaube eine Paprika. Boah, ich muss auch mal wieder bei mir im Garten. Ah, was heißt bei mir im Garten? Bei mir an der Fensterbank. Noch ein paar Sachen einpflanzen. Und ich frage mich noch, was ich so einpflanzen möchte. Ich glaub, vielleicht auch Paprika oder wieder Karotten. Karotten liefen gut. Alles andere eher nicht so. Oder vielleicht Kartoffeln. Ah, Kartoffeln, das Ding ist, Kartoffeln schmecken auch gekauft sehr ähnlich zu den, ne, eingepflanzten Kartoffeln. Karotten hingegen, die sind viel, viel kräftiger. Es lohnt sich halt einfach mehr. Weiß nicht, das hat nur dieser eine Baum, ne? Ich glaube, es war auch irgendwas in der Ferne oder so. Boah, das ist wirklich traurig, Leute. Kann ich hier irgendwo hoch oder sowas? Oder da oben vielleicht irgendwie? Weiß ich nicht, Leute. Die Bäume hier safe nicht, ne? Naja, langsam wird man schon so verrückt durch das Game, dass man überall so ein Lucky Emblem sieht. Aber erstmal die zwei Scheißen, weiß ich nicht. Nein, ich möchte das Buch nicht verlassen. Also eigentlich schon, aber eigentlich nicht. Entschuldigung. Wo ist das Lucky Emblem, du Bär? Sag es mir jetzt. Natürlich nicht. Gott verdammt. Oh, vielleicht hier irgendwie bei den Kotz-Dingern irgendwie so? Nee, ne? Nee. Könnte halt sein, ne? War das hier? Rebüthofs. Okay, das... Die Rechtschreibung ist schon witzig in diesem Spiel. Da kann man nichts gegen sagen. Warte, was war das da drüben? Das könnte doch auch so Lucky Emblem sein, oder? Warte. Wenn ich so hingehe irgendwie... Ich sehe die Bäume so da hinten. Wenn ich mich richtig hinstelle, das linke Auge zumache und das rechte, dann sieht das aus wie ein Lucky Emblem. Und wieso kann ich das Ding schlagen? Kann ich da vielleicht irgendwie drauf zaubern oder? Okay, ich kann keine Magie nutzen hier. Okay. I see. Das ist eine nicht magische Welt, okay? Wo zum Bums sind denn hier noch Lucky Emblems, Mann? Ja, komm, egal. Wir gucken uns das später mit dem Geil an. Ist mir egal. Ich will hier raus. Machen wir die dummen Minispieler. Ja, so. Hä, soll ich nicht? Rabbit bei der Gemüseernte helfen? Oh ja. Yeah. Nichts wäre mir lieber in meinem Leben. Das ist auch wichtig zum Kochen, weil hier kriegen wir tatsächlich Zutaten, die man sonst nicht bekommt. Und ich glaube, wir werden eh nochmal zurückkehren müssen, um wirklich alle Gerichte zu kochen. Und das, meine lieben Leute, das ist unangenehm. Ah, wir kriegen das schon. Okay, es ist quasi, kennt ihr diese Hentai-Spiele, wo ihr die Farm treffen müsst und dann, ziehen irgendwelche Ladies sich aus? Das ist quasi genau das. Und ich bin nicht so gut darin, leider. Ah, vielleicht reicht das ja. Aber man braucht, glaube ich, 5 oder so? Das ist ja übel krass. Mach mal hier. Habe ich Zeit? Ne, ich glaube, hier habe ich noch keine Zeit. Okay. Später muss ich es auf Zeit machen, was nicht optimal ist. Aber dann ist es schon okay. Ja, manchmal kann man einfach nichts schaffen in seinem Leben. Bin wirklich nicht so gut in diesen Games. Und die machen mir auch wirklich nicht so viel Spaß. Aber hey, es ist Teil des Spiels. Wir sind hier vor 100%. Und das gehört auf jeden Fall mit dazu, okay? Und ich bilde mir ein, hier kriegt man auch noch einen Calcum Plus. Wir brauchen halt 7 oder so. Oder sogar 13 in diesem Spiel, bin mir nicht sicher. Ja, Mann, dance up. Sammelt alles. Ja, thank you too, bro. Wenn die Mucke einfach übel ballert.
Wohin denn mit der Tomate, Bro? Scheiße, ich dachte, ich mache wieder zwei. Aber ne, anscheinend nicht. Ja, mach dein Tiger-Ding, Bro. Das ist einfach unser Leben, wenigstens ein bisschen. Kann ich vielleicht... Ja, das sollte gehen. Ach so, fuck. Absolut lost. Okay, ich kann hier wieder zwei schießen. Das heißt, wir schießen... Okay, oder auch nicht. Cool. Wenn da zwei Felder... Also, wenn da so ein Pfeil-Dings ist, dann schieße ich doch zwei, oder nicht? Ja, anscheinend nicht. I don't know. So, wundervoll. Na komm, ich will doch einfach nur... Ja, genau das. Das wird später ganz schön stressig, wenn es auf Zeit geht, aber... Wir kriegen das schon irgendwie hin. Oh, fuck. Wie gesagt, später müssen wir das dann auch nochmal auf Zeit machen. Je nachdem, wie gut unsere Punkte sind, können wir uns mehr oder weniger von diesem Gemüse mitnehmen. Und damit kochen. Was Angenehmes? Ja, ja, komm, mach dein Tigger-Ding. So, machen wir das hier noch rein. Hell yeah. Es hat schon irgendwie was, wenn man sieht, dass das Ganze hier eingeht, ne? Okay, Leute, kurz Päuschen. Kurz Päuschen.
Wir sind wieder zurück, bereit zum Leiden. Hallo. Okay, wir weiter. Tomaten, lecker. Das Ganze geht schon viel zu lang, Leute. So, machen wir noch den Kürbis hier. Reicht ja auch langsam, ne? Ja, genau. Ich denke, das reicht. Nein, das reicht leider nicht. Okay. Ja, this enough. Sora hat auch keinen Bock mehr. Komm, Tigger, beende das jetzt. Hm. Wunderbar. All in a day's work. Ja, ja. Oh ja, geilo. Trifft sich gut, dass wir hier sind, um eh zu kochen. Und wir jetzt den ganzen Schüssel hier bekommen. Ist relativ gut. Ich darf nur nicht bei den Minispielen beim Kochen verkacken, sonst haben wir ein Riesenproblem. Ah ja, wird schon. What a harvest. Thanks to Sora's help. Yes, quite right. Thank you, Sora. Well, how's about a little more bouncing? Oh, no, 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 no. There's no bouncing in farm work. Aw, no bouncing at all? Huh? I want to bounce. Mm-hmm. Whipper, snappers, and they're bouncing. Excuse me, Rabbit. The carrots are very nice, but might you have some honey to go with them? Now's not the time, Pooh. If I give you any honey here, I'll just end up with a bear stuck in my front door again. Well, looks like your problem's solved. Guess I'll be on my way. Solved? Oh, it's far from solved. We still need to harvest the fruit. Won't you stay, Sora, for the sake of honey? Okay. Wenn sogar Sora einfach gar keinen Bock auf den Shit hat. Er braucht deine Hilfe, Bro. Ja, leider. Okay, geh mal direkt dahin. Wir können noch ein bisschen mehr Zeug gebrauchen. Achso, das sind Blümchen, die sind mir egal. Achso, Obst ist da drüben, okay. Willst du bei der Obsternte helfen? Oh mein Gott, nichts würde ich lieber tun in meinem Leben. Dafür bin ich hier. Wenigstens ballert die Mucke ein bisschen. Jedenfalls der Anfang. Der gefällt mir. Okay, das ist anscheinend auch nicht auf Zeit. Also es ist wohl später. Oh doch, doch. Das Ding fällt irgendwann runter. Dann haben wir ein Riesenproblem in unserem Leben. Bitte, Apfel, bitte. So, sehr schön. Wenn das ganz runterfällt, habe ich, glaube ich, verkackt. Das heißt, wir sollen uns ein bisschen beeilen. Wunderbar. Die Brombeeren machen mir ein bisschen Angst. Die kommen mal langsam weg. Oh oh. Ich glaube, ich habe komplett verkackt, wenn das ganz unten ist. Deswegen, unangenehme Situation. Oh, die Zitrone, geil. Boah, sieht schon gut aus, das Obst, ne? Da kann man nichts gegen sagen. Grafisch eine Perle, will ich damit behaupten. Ja, gönn. Wunderbar. Dann machen wir das hier auch. Ja, mach dein Ding, kleiner Elefantenboy. Okay, der Elefantenboy ist unsere Rettung in diesem epischen und überaus spannenden Kampf. Minispiel, was auch immer. Krampf. Wunderbar. Dann machen wir das noch rein. Das da. Und hier. Ich hätte nichts dagegen, gegen ein paar nice Brombeeren oder eine leckere Zitrone, in die man reinbeißen kann. Hey, ja, dafür bin ich da. Okay, los, kleiner Elefantenjunge. Sehr schön. Das läuft viel besser als mit dem anderen Gemüsezeug. Also ich glaube, am Anfang bekommt man eh immer nur alle möglichen Sorten einmal.
Und später muss man halt dafür dieses Minispiel ein bisschen farmen. Scheiße, verkackt. Ja, gather these, bro. Sehr schön. Dann hier noch rein. Dann hier noch rein. Das ist leider nicht optimal. Dann noch rein. Scheiße. Hier noch rein. Okay, immerhin. Oh, es wird langsam knapp. Ich weiß auch nicht, ob ich komplett verkackt habe, wenn das durch ist. Egal. Elefantenjunge hilft mein Leben. Ja, sehr schön. Din, 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 din. Wisst ihr, Obst an sich ist eigentlich immer ziemlich gut, aber mit Obst zu kochen ist echt schwer. Ich habe Apfelmus gemacht, der war okay, vor einer Weile. Der hat in Ordnung geschmeckt, jetzt nicht geil, aber in Ordnung. Aber er sah halt richtig scheiße aus. Das Auge, das ist bekanntlich mit, ja. Können wir bitte jetzt endlich es hin uns bringen? Wir müssen noch die Blümchen machen, das weiß ich. Gerade ist wieder live. Mensch, warte, ich bin stolz auf dich. Danke, Thor. Ich gebe mir hier verdammt viel Mühe. Merkst du, ne? Yes, yes! Look at all this marvelous fruit! Oh, it's lovely! Lumpy loves, loves, loves fruit! You know, Rabbit, I find that fruit always tastes better with a little honey. You're right, Pooh. It certainly does. Woohoo! Then I'll keep looking for fruit up at Bouncing Height! And I'll search closer to the soil. Sora, could you help me with my flower patch? I've got a surprise for Pooh. A surprise? For Pooh Bear? Yes, Sora? Oh, it's nothing, Pooh. Okay. Weißt du, in den anderen Kingdom Hearts Let's Plays, ich hatte immer ein bisschen Alkohol hier, aber wir sind ja auf Twitch, okay? Und auf Twitch, da ist Alkohol böse, auch wenn du die Winnie-Pooh-Welt spielen musst. Da ist Alkohol das fürchterlichste. Ja, es ist Satans Nippelmilch. Und deswegen pflücken wir jetzt die Blumen nüchtern. Ah ja, wenigstens ein Käffchen, das kann ich mir reinziehen. Ich glaube, es sind nur noch die Blumen und dann war es das. Bevor die Zeit abläuft, okay. Ah, bestimmt nicht furchtbeinden. Let's get gardening! Ja, Mann. Ich bin persönlich nicht so ein Blumenfreund. Meine Freundin hingegen, die kennt sich wirklich gut aus mit Blumen. Oder allgemein mit allen möglichen natürlichen Dingen. Ja, Bäumen, anderen Dingen, alles einfach. Die ist aber richtig krass. Okay, die Frage ist, wie viel muss ich? Das steht da gar nicht. Muss ich einfach so durchhalten, bis die Zeit durch ist? Das wird sein, ne? I'm so very hungry. Ja. Immer rein mit dem Zeug, immer rein. So schön. Ich glaube, ich muss einfach nur die Zeit durchhalten. Nein, ich brauche den Honig. Oh, scheiße. Ich glaube, ich muss es hier richtig gut spielen. Viele Menschen haben verschiedene Talente. Das hier ist nicht mein Talent. Nippel sind auch unbedingt auf... was? Nippel sind auch ein Unding auf Twitch bad. Oh nein! Sieht man sie etwa? Achso, nee, weil ich von Nippel gesprochen habe, ne? Ja. Hatte kurz Angst. Hatte kurz ins Schwitzen gekommen. Ich hasse Winnie Pooh. Das könnte ich deine Freundin einfach diesen Abschnitt spielen. Sie freut sich bestimmt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das wirklich hassen würde.
Aber hey, das ist hier ein 100% Run. 100% heißt auch 100% Leiden. Wir nehmen alles mit. Das Gute, das Schlechte und das Fürchterliche. Okay, ich glaube, ich will diese Honigtöpfe haben, aber das Problem ist, ich weiß nicht wie. So, ne? Krieg ich die dann? Ja, geil. Okay. Hope you left the ones I'm after. Sag nie wieder after in meinem Spiel. In meinem Stream, du komischer Rabbit Boy. Fühl ich so gar nicht. Bitte rette mich. Wir schaffen das uns. Ich will das wirklich nicht nochmal spielen. Ja, gather auch ein paar, Bruder. Kümmere dich mal drum. Oh nein. Oh nein, das ist wirklich furchtbar. Oh nein, wir schaffen hier gar nichts, Leute. Oh Gott. Ja, komm, bitte rette mich. Bitte rette mich. Boah, das war übel knapp. Du kannst vor allem alles, eines gut war, Dinge vertilgen, alles, einfach alles. Hey. Nur weil ich heute ein großes Frühstück hatte, heißt nicht, dass... Ja, okay, weißt du was? Ich kann nicht dagegen argumentieren. Ich kann nicht dagegen argumentieren. Hast schon recht, Mann. Sachen essen ist einfach mein natürliches Element. Meine Superkraft, könnte man behaupten, okay? Und mein Bauch ist der Beweis dafür. Here, Pooh. A pot full of honey. It's your reward for being such a big help. Eat all you want. Oh, thank you, Rabbit. You planted all these flowers just for Pooh? Really? Why? It's simple, honey. Flowers mean nectar. Nectar means honeybees. And honeybees mean honey. Oh, and the flowers are so lovely. I like the pretty colors. Look at them all. They're bouncing even higher than me. Oh. Wow. Sora, I believe the one I should thank for all that yummy, delicious honey is you. Don't mention it, Pooh. Besides, we all helped. Sora. Hmm? You used to be right here. Why is it that you went away? Away? Oh, that's what you meant by your home. Yes. You see, when I get a rumbly in my tumbly, it's very hard to think of anything but honey. So I was worried that I might have forgotten you away. Silly bear, I'd never. Oh, good. Because I want us to be together forever. Pooh, we are together. There isn't a second that we're not. Except I can feel it. Our connection's weaker. Why is that? What's wrong, Sora? Oh, it's nothing. What matters is I'll be here from now on. No going away. Thank you, Sora. Bin bereit für den Honigschnabel. Gut, dann können wir jetzt eigentlich erstmal kochen gehen. Und dann
Können wir in die Frozen-Welt? Ich hoffe, du magst Frozen, Thor. Ich hoffe, es ist dein Lieblingsfilm. Ich hoffe, du bist quasi Elsa, sonst wird es schwierig. Die Welt ist echt nicht gut. Aber auf jeden Fall tausendmal besser. Splendid! All is as it should be. But how come Sora's picture disappeared in the first place? Sora? Something's happened to me that made me vanish from Pooh's heart. Merlin, I don't ever want to lose my friends. Hmm. Well now. Huh? There's no need to fret, lad. Whatever's lost can be found again. There are always new paths between hearts for us to discover and traverse. But you already know that. Yeah! Juhu! Ganz bestimmt weiß ich das. Auf jeden Fall. So 100%. Nur angespielt, okay. Ich weiß nicht, wie hieß es nochmal? Yu-Gi-Oh! Masters oder so? Ich kann mal kurz gucken. Das soll ziemlich gut sein, habe ich mir sagen lassen. Deswegen. Master Duel. Also nicht Duel Links, sondern Master Duel. Duel Links habe ich auch mal angespielt. War okay. Master Duel soll noch geiler sein. I don't know. Könnte man sich ja theoretisch mal angucken. Aber wir haben hier noch krasse Dinge zu erledigen, ja? Deswegen, lass uns mal ein bisschen kochen. Oh, Pence, wenn du... Auf Kinemats Twitter ist eine Sache, aber wenn du Pence folgst und die Scheiße durchliest? Hell no. Okay, glücklicherweise bin ich ein legendärer Koch und das wird gar kein Problem sein. Eier spalten, das ist genau mein Ding. Oh. Sorry. Eventuell auch nicht. Ich hatte heute Pfannkuchen. Ich muss hier gar nichts beweisen. Ich habe Pfannkuchen gekocht. Ich bin quasi ein Meisterkoch. Ja, yeah, Exzellenz. Da, so sieht's aus. We did it, bro. Pilzterrine. Oh, ein zusätzlicher Stern, Digga. Ha, my bistro's future is looking bright. The new recipes are a smash. Those ingredients of yours must really have got little chef's gears a-turning. Soon we'll be chasing customers away. Keep up the good work. We try. Right, little chef? Der gute Gourmet-Ring. Köstlich. Okay, machen wir direkt weiter. Ich kann nur eins davon machen, das sollte ich wirklich nicht verkacken. So. Okay. Easy, Gourmet-Bart. Ja, so kennt man mich. Oh, Ratatouille. So heißt ja der Film, Digga. Okay, ich habe ein bisschen gespuckt. Gut, dann machen wir noch das hier. Yeah. Heute bin ich on the raw. Wir müssen jedes Gericht einmal kochen. Dann haben wir es geschafft in unserem Leben. Alles andere an Zeug, an Essen können wir uns eigentlich kaufen. Das ist viel schneller, als die ganze Minispiel zu machen, Mann. Okay, das ist bestimmt nicht furchtbar. Scheiße. Das finde ich schwer, das Minispiel. Das finde ich einfach schwer. Wenn es aufleuchtet, das Ding tun, was da drauf steht, bei allen anderen, dann ist schwerer als die anderen, auf jeden Fall. Hat er da Würste in der Pfanne? Sora, jetzt gib rein, Bro! Boah, 5 Stunden! Also, ob es denn abwägen? Wir sind Venezia. Al Marlotte. Rindfleisch halten, okay. Yeah, noch ein Stern. Da hat 5 Sterne.
Okay, versuchen wir das mal zu machen. Ich hoffe, ich verkacke das nicht. Oh nee, ist ja das Scheiße. Och nee, jetzt muss ich wieder Honig farmen für den Huso. Boah, bin so enttäuscht von mir. Der kleine Red ist auch enttäuscht von mir. Es ist ein trauriger Tag. Naja, was soll's. Wenigstens haben wir ein bisschen Essen bekommen. Das zählt. Ja, ist schon mal nicht schlecht. Bilde ich mir ein? Ein echter Gelehrter lernt aus seinen Fehlern. Puh, weiß ich nicht, Sektion, weiß ich nicht. Okay, aber es wird Zeit, dass wir mit der Story weitermachen. Haben genug rumgeblödelt. Gut, dass Winnie Poohs Bullshit hinter uns ist. Und ich werde mich aus Protest weigern, dieses Schlüsselschwert für diesen fetten, räudigen, faulen Bären zu benutzen. Da sehe ich nicht ein. Aber wir machen mal Folgendes. We just got some super special schieß Feuerwerk, mach das Feuerwerk ab. Oblenkentchen. Ja, ist scheiße. Gib mir Feuerwerk, Mann. Zebramuster. Hase, Vogel, mehr Hunde. Oh, ich habe kein Geld für mehr Hunde, leider. Ne, das ist inakzeptabel. Wir brauchen Hunde. Ihr Schildgürtel braucht einfach kein Mensch. Das braucht kein Mensch. Das braucht kein Mensch. Das braucht kein Mensch. Gib mir den Hund. Das ist ganz wichtig, ja? Und dann können wir eigentlich nochmal unser Schiff upgraden. Wenn wir schon mal dabei sind. Das wäre, glaube ich, ganz vernünftig. Bam, 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 bam. Weil wir müssen halt eine gewisse Stärke erreichen. Du gerade 1-0. Wird Zeit für du gerade 2-0. Also montieren. Extra Gummis. Das ist natürlich ganz wichtig. Das macht unser Gummischiff einfach nochmal besser. Locker auf jeden Fall. Also es gibt uns... Keine Ahnung, was, mir egal. Sei mal bezaubert, okay? Gut, was haben wir hier noch? Schaltet Feuerkraft deines Jets. 43 Kosten. Ich glaube, ich würde lieber erstmal bessere Waffen dran bauen. Vier Schüsse. Ja, juckt mich eher nicht eigentlich. Geschützgummi. Wir fallen einen Schuss ab. Aufschlag gewaltig explodiert. Ich glaube, das haben wir schon dran, oder? Nee, so krass nicht. Okay. Ja, gut, dann habe ich jetzt auch keinen Platz mehr. Geschützgummis. Blazergummis. Das ist wirklich teuer. Einschlaggummis. Hm. Feuer auf das Jets und für Gegner beim Konzentrationsschaden zu. Das ist ein nettes Schwert. Okay, wir können nicht so viel upgraden, wie ich mir das erhofft habe, um ehrlich zu sein. Können wir irgendwie schneller werden? Geht das? Feuerkraft minus 20, wenn wir schneller sind. Ja, ist mir egal, das passt schon. Bauplan speichern. Ja, hier. 1.1. Wunderbar. Wir werden noch richtig ausrasten müssen und was richtig Geiles dran bauen müssen. Irgendwann, aber irgendwann ist nicht jetzt. Ja, genau. Tschüss. So, okay. Dann wollen wir mal. Auf zu Frohsinn. Bereit dafür. Warte mal, Einstellungen, Mini-Jet B. Ich glaube, da können wir auch noch einen auswählen. So. Okay. Aufbrechen. Wenigstens ist der Hund dabei. Das ist das Allerwichtigste. Wenn der zweite Hund nicht dabei wäre, weiß ich nicht. Dann könnten wir das Spiel jetzt eigentlich auch ausmachen. Immer noch ein Käffchen. Okay, los geht's. Wo muss ich hin? Dahin, okay.
Wir haben ja letztes Mal schon einiges hier uns mitgenommen, deswegen nehmen wir uns jetzt nicht so viel Zeit mit dem ganzen kleinen Kram hier benutzen. Geh einfach hier weiter und machen unser Ding. Ich glaube, ich will in diesen Strudel rein. Okay, das Schatzding haben wir uns schon geholt. Wir müssen halt ein höheres Gummilevel erreichen, um unser Schiff noch geiler zu machen. Oder ich baue einfach von Scratch, aber das ist ja übel lame. Ja, vielleicht gegen Ende irgendwann. Weil am Ende des Spiels brauchen wir auf jeden Fall ein richtig krasses Gummischiff. Das ist wichtig. Weil wir da so einen Gummischiff-Gegner besiegen müssen, der übel heftig ist. So, gönnen wir das Zeug. Sehr schön. Ich glaube, es geht bis Level 50 und dann bekommen wir nichts mehr für unser Gummischiff. Also müssen wir nochmal gucken. Gut, dass wir nicht jemanden töten mussten davor, bevor wir in die Welt gehen konnten, wie im letzten Mal. Das war relativ unangenehm. Ach ja. Ach, die gute Frozen-Welt. Kein Fan, bin ich ehrlich. Wenn der Film besser ist als die Welt, schwierig. Schwierig. Komm, Ian, so jetzt weg. Mein Gott. Guess he's too used to the beach. Hey, Islander, what can I say? Huh? Look, even the sea's turning to ice. Donald, this isn't your magic, is it? Do you think it's the Heartless? Might be. Let's go. Wow. Oh. That girl, she looked so sad. I wonder what happened. Maybe the Heartless? We should talk to her. Okay, let's go.